2 Liter Capri-Sonne sippen. Alter, was? Oh, was gibt's? Der sieht aus wie ein Titan, wo es wirklich darauf ankommt, sehr viel zu klettern. Ist quasi wie Need for Speed Most Wanted ohne Autos. Hintereinander all die doofen Leute ausschalten. Ja, ja, genau. Ziemlich safe genauso. Hallo. Eine abgeriegelte Stadt. Jetzt nur die gute Frage, wie wir dann in eine abgeriegelte Stadt kommen. Da müssen wir dann ja auch irgendwie außenrum kraxeln. Und welche abgeriegelte Stadt überhaupt gemeint ist. Irgendwo da. Da ganz oben dann da vielleicht? Muss ja. Also irgendwo da wird's sein. Sehr verrückt. Da oben fliegt der Falke auch wieder rum. Wir gehen diesmal wieder den Weg hier links. Sehr, 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 sehr geil. Bin sehr gespannt, was jetzt die letzten drei Titanen natürlich, oder Kolosse jetzt natürlich jetzt noch sind. Aber ich meine, die letzten drei, die müssen ja schon immer ganz schön krass sein. Der allerletzte muss sowieso insane sein. Ich frage mich, was das wird. Aber jetzt die letzten drei sowieso. Zwei Kartons mit jeweils 10 Packungen Capri-Sonne. Alter. Damn. That's pretty nice. Da waren wir ja auch schon. Okay, gut. Wo ich jetzt gerade hier aber die ganze Zeit das grüne Land sehe, möchte ich jetzt ziemlich safe ankündigen, dass das nächste Stream-Projekt, das nächste große Stream-Projekt, was ich dann solo spielen werde, Banjo-Tooie wird. Habe ich ziemlich Bock drauf. Wird cool. Freue ich mich. Banjo-Tooie. Machen wir. Das wird nice. Da kommen wir ja auch durch, ne? Ja. Da kann man gleich auf jeden Fall einen linken oder einen rechten Weg wählen. Ich weiß nicht, welchen wir nehmen werden. Mal sehen. Der letzte ist Exodia. Gott. Wäre schon sehr witzig. Du musstest nichts zahlen? Wie hast du das denn bekommen? What? Warum hast du so viel Capri-Sonne bekommen und musstest nichts zahlen? Hast du in einer Capri-Sonne ein totes Tier gefunden, das dann Capri-Sonne geschrieben und gesagt, hey, ich will jetzt ganz viel Neues? Wehe, wehe, kein Banjo, dann weine ich, keine Sorge. Das kommt. Alex Plays HD, danke sehr für deinen Twitch Prime Sub, Mann. Willkommen, willkommen. Viel Spaß mit den ganzen Emoticons. Danke, dass du am Start bist. Richtig cool. Dicken Hype bitte für Alex Plays in den Chat. Denn der Alex, der playt nur in HD. Oh, das finde ich aber auch schön. Alex Plays hat erst gesubbt und dann gefollowed. Alex, du wählst auf jeden Fall die richtige Richtung. Danke sehr. Gehen wir denn noch den richtigen Weg? Ja. Da links müssen wir jetzt rein. Where? Ja, das hat nicht so geklappt. Eine abgeriegelte Stadt. Bin jetzt ja mal sehr gespannt, wie das da drin aussieht. Sehr, sehr dieses Band. Ist auf jeden Fall irgendwo wieder ein Artefakt.
bestimmt oben auf dem Berg oder so. Ganz versteckt. Weil diese kleinen Artefakte haben die echt immer sehr, sehr gut versteckt. Kommt nachher noch ein Stream. Steht deine Frage, glaube ich, nicht richtig? Was meinst du mit kommt nachher noch ein Stream? Klar, Janik streamt dreimal pro Tag. Ja, so kennt man mich doch. Die Morning-Runde, die Mittag-Runde und abends nochmal zum Stammtisch. Ah, genau. Abends der Stammtisch. Das ist die Eile. Schön zu einer leckeren Bockwurst mit Senf. Und ein bisschen lecker Kölsch. Ne? Mm. Ob 20.30 Uhr ein Stream kommt? Nee. Ich stream jetzt ja. Alter, ich glaube, das wird gleich richtig schön aussehen. Bockwurst mit Puls. Digga, was? Oder meinst du Pilz? Weil Bockwurst mit Puls macht mir gerade sehr Angst. Eieiei. Weiß nicht, ob das gleich hier auch unser Battlefield wird. Oder, Call of Duty. Oder ob wir da jetzt irgendwie noch hochkraxeln müssen. Aber wir können da nicht mehr wirklich hoch. Also eigentlich muss der Titan gleich irgendwo hier sein. Hier so. Bin ich ja mal gespannt. Ich nehme 10. Ich habe gerade so viel getrunken. Ich könnte jetzt gleich schon wieder auf Toilette gehen. Das gibt's gar nicht. Eine Mädchenblase wie kein zweiter. Da vorne ist auf jeden Fall ein kleiner Tempel zum Beten. Genau, ich wollte nochmal gucken, ob wir da jetzt irgendwie hinreisen können oder so, ne? Nee, können wir nicht. Sehr gut. Beruhigt mich. Oh oh. Oh. Ja, also irgendwo hier wird gleich auf jeden Fall der Titan sein, denke ich. Wenn man da oben irgendwie rumgeht. Erstmal eine Runde beten. Beten. Halleluja. Haben wir ihn jetzt auch auf der Karte? Sehr schön. Peaceful Single Mosquito. Arson. No Sexy. Guter Link. So, ich glaube, wir stellen uns hier erstmal hoch. Damit wir über die Landen schauen können. So, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Vor genau... Tja, einer Minute. Falls ihr es vergessen habt. Ich komme aus Österreich und hier ist das Bier etwas stärker. 5,8% Alkohol. Oh, klingt doch nach einem leckeren Bierchen. So, ich würde jetzt erstmal hier unten gucken, wie wir irgendwo Richtung eines Kolosses kommen. Ja, die rastet ganz schön aus, ist mir auch schon aufgefallen. Wo ist denn der Koloss? Da in die Richtung? Also sind wir schon an dem vorbeigelaufen, oder wie? Das würde mich aber wundern. Du meinst, by the way, wirklich Puls? Dann finde ich das sehr witzig. Colossus Mossus. Vere Arsus. Da oben vielleicht? Kann man da irgendwo hochkraxeln in so eine Stadt oder so? Es wurde ja von einer abgeriegelten Stadt gesprochen. Oder ein abgeriegelter Ort. Naja, aber das sieht alles ja nicht so wirklich aus wie ein Eingang.
Oder bin ich hier einfach komplett falsch? Da unten waren wir schon. Ne, das wird irgendwo hier sein. Da oben irgendwo. Sind auch so kleine Götzen oder sowas gewesen. Bis dann, Schwiko. Schön, dass du hier warst. Ein bisschen Technik investigaten, das klingt ja verrückt. Zack. Ich hab mir einen Salamander geschnappt. Ich sehe es kommen. Irgendeiner dieser Steine ist gleich einfach der Koloss. Der errichtet sich dann vor uns. So ganz plötzlich, aber immer so, ich bin da. Ein bisschen Sonne wäre halt ganz geil, weil dann könnten wir nochmal gucken, ob wir uns irgendwie in der richtigen Richtung befinden. Weil ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Naja, aber immer noch da. Geht's da oben irgendwie noch lang? Sag mal, Tobi, wenn du gerade im Chat bist, weißt du schon, wann du heute Abend anfangen willst zu streamen oder willst du vielleicht sogar direkt nach mir anfangen? Weil wenn du direkt nach mir anfangen willst, könnte ich natürlich wieder so ein bisschen, ne, zu dir rüberschippern. Meine Zuschauerschaft. Dann sehen die einen anderen großartigen Streamer. Ich stelle mir gerade so einen Asi mit einem Bier in der Hand vor, der so ein Koloss ist und sagt, ich bin hier. Guten Tag. Ich kriege auf jeden Fall langsam Hunger, weil ich bin wortwörtlich vor dem Stream aufgestanden und habe noch nichts gegessen und mich direkt an den Stream gesetzt und das war vielleicht nicht die schlauste Idee, weil der Hunger übermannt mich gerade. Aber das ist kein Problem. Hängt davon ab, wie lange du machen willst. Ja, wieder, bis das Spiel durch ist. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Wenn es jetzt allerdings noch 3 oder 4 Stunden geht, dann werde ich das nicht durchspielen. Aber wenn das jetzt noch die 3 Titanen sind und ich kriege die jetzt innerhalb der nächsten, ja, 1, 2 Stündchen noch durch, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das Spiel noch durchspiele. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt gerade so eine Uhrzeit anpeilen. Wir haben jetzt fast 17 Uhr. Ich stream, glaube ich, höchstens dann bis 19 Uhr. Durch den Tunnel. Zu einer wunderschönen Quelle. Leck mir am Arsch. Wow. Wow. Stream Pizza. Ja, die Donations sind wieder eröffnet. Spendet mir 20 Euro. Hol mir eine geile Pizza. Ohne dass ihr aussuchen dürft, was drauf ist. Mega die Stream Pizza. So. Okay, wir müssen tatsächlich dann hier jetzt gerade in so einen kleinen Ort hier reinlaufen. Ich wette, wenn wir gleich den Ort sehen, wird der unfassbar schön aussehen. Und der Koloss wird einfach da sein, um Sachen zu zerstören. Das wurde ja schon gesagt, er ist da, um Zerstörung zu hegen und pflegen. Dann streame ich, glaube ich, eher morgen. Will danach noch bei Pen & Paper bei den Beans gucken und dann lohnt sich eine Stunde Stream auch nicht so. Ach so. Hättest du sonst schon früher anfangen wollen, oder wie? Das sieht allerdings echt fies aus für einen Koloss. Das sieht aus nach viel... Oder das sieht aus, als ob wir noch nicht mal zum Koloss kommen. Sondern, wir jetzt erst noch ein Rätsel aller Tomb Raider lösen müssen. So sieht das hier gerade alles aus, finde ich. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt runtergehen darf und wo nicht. Wir springen einfach mal. Blub. Das sah gerade, oben übrigens war so eine Statue. Ich hoffe, um Gottes Willen hoffe ich, dass wir jetzt nicht gegen einen Löwen kämpfen. Weil wenn wir gegen das Ding da oben kämpfen, dann weiß ich jetzt schon, dass ich ausflippen werde.
Das kann einfach nicht geil werden. Erste Sache, die ich mir jetzt gerade überlege, ist, weil hier so viele Sachen sind zum Klettern, erstmal irgendwie eine Aussichtsplattform schaffen, ganz weit nach oben kommen. Und er wird dann sauer, möchte meinen Turmbau zu Babel vielleicht kaputt machen. Das ist jetzt gerade so mein Gedankengang, den ich hier habe. Und wenn er dann gegen den Turm tritt oder so, dann tut ihm das weh und ich kann ihm Schaden machen oder so. Ja komm, hau doch hier gegen. Komm schon. Hä? Freundchen. Soll ich mir noch ein bisschen Aggro machen? Komm. Komm. Sind wir jetzt gestorben? Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ohne Scheiß, ich dachte, wir sind jetzt gestorben. Und das wäre dann für mich jetzt gerade so... What just happened? Bisher finde ich es aber geil. Ich dachte, das wird wieder so ein komplett kackiger Fight wie gegen den Stier. Weil der ja auch so eine gleiche Form wie der Stier hat. Muss man ja doch zugeben. Aber das ist jetzt wiederum cool, weil das ist so ein bisschen mit dem Rätsel verbunden, zu sehen, wie man... Das wird wehtun. Wie man ihn irgendwo hinkriegt. Wie er Sachen kaputt macht. Wir müssen ihn jetzt ja gerade irgendwo die ganze Zeit zu solchen Türmen oder sowas lenken. Hey Yannick, flip aus. Ja, stimmt, ich habe gesagt, ich flip aus, ne? Ah, verdammte Scheiße, Mann, das ist ja doof. Muss zugeben, hab heute erst mitgekriegt, dass heute PNP ist. Sonst hätte ich auch abends gestreamt. Ah, okay. Ne, aber dann viel Spaß bei Pen and Paper. Es geht ja heute Moreton Manor weiter, ne? Mit Wilson! Oder Winston? Eigentlich heißt er, glaube ich, immer... Er hat eigentlich einen anderen Namen, aber er wird ja immer von Simon anders genannt. Ich habe mir das immer noch nicht angeguckt, traurigerweise. Von daher kann ich heute leider auch nicht... Also ich könnte weiter gucken ohne Probleme, aber... Ich will mir, glaube ich, lieber den vorigen Teil dann erst angucken. Dann gucke ich mir alles in Videoform an. So, wir haben eine Menge Türen, mit denen du kaputt machen kannst. Okay, Nummer 1. Hat nicht gereicht, du darfst nochmal. Komm, ich mach dich nochmal sauer. Okay. Festhalten. Oh Gott, muss ich jetzt hier perfekt von abspringen? Alter. Muss ich das machen? Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Ich muss das, glaube ich, nicht mal. Ich glaube, von da unten kann man auch direkt ranspringen. At least I hope. Eins. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, dass wir hier so dran hingen. Kann den ersten Teil auf jeden Fall nur empfehlen. Kann ich mir vorstellen. Ich finde sowieso die Pen-Paper-Abenteuer von denen großartig. Humor 100. Ich kenne nämlich immer nur die Best-of-Beans-Zusammenschnitte. Dann davon. So, auf zum nächsten. Das finde ich aber sehr witzig. Der bringt sich ja gerade hier quasi selber um. Aber das ist jetzt ja alles nur Vorgeplänkel, ne? Also wirklich, ihm wirklich Schaden machen und seine Schwachstellen treffen, da sind wir ja noch gar nicht. Man muss hier jetzt richtig Vorarbeit leisten. Aber das da vorne sieht gleich aus, als ob das so der Ort ist, wo irgendwas Krasses passiert, wo wir irgendeine Glocke läuten oder sowas. Und dann, kämpfen wir richtig gegen den. Oder dann verliert er seine Rüstung und wir können wieder auf seinen Rücken oder irgendwie sowas wird passieren. Something will happen.
Rammt er jetzt von alleine gleich nochmal? Ja, ich weiß, dass ich weitergehen muss. Danke dafür. Nur ich weiß auch, dass ich aufpassen muss. Ach, komm schon. Geht doch. Gleich sind wir an der Spitze des Turms. Aber da ist halt nochmal ein Turm neben. Das wundert mich gerade so ein bisschen, dass der... Weil, muss ich jetzt direkt dahin? Ja, ne? Aber warum ist da dann nochmal ein Turm? Weil hier komme ich ja jetzt schon so hoch. Oh, lol. Two plus two is four. Minus one, that's three. Quick maths. My room has two die donations, Veteran. Weil sie wieder an sind. Danke sehr, Prisu. Fuck, wo musst du denn gleich hin? Ja, werden wir dann sehen, wie es fällt. Er meint ja hoffentlich nicht den Turm, dass ich da oben drauf soll, ne? Nee. Wir sind da immer noch oben drauf. Ich wollte das nur einmal kurz erwähnen, ne? Wir sind jetzt gleich begraben von Stein. Okay. Können hier auf jeden Fall weiter nach oben. Danke für die 5,50 Euro, Alter. Danke, Prisu. Wir haben jetzt die Wand eingerissen. Das heißt, wir können ihn jetzt bis hier vorne in diesen Vorraum hier ziehen. Aber warum sollten wir das tun? Was gibt's hier krasses, wo er gegenlaufen kann oder so? Warum ist jetzt da die Wand offen? Warum haben wir das gemacht? Oh, hui. Schwierig. Da unten gibt's einen Stein, wo er durch kann. Das sieht brüchig aus. Okay, klappt nicht. Au. Oder vielleicht hier rein? Auch nicht so wirklich. Na. Du Flöte. Da kommt er auch nicht rein. Hier sind wir am Anfang reingelaufen. Das war ja unser kleiner Weg hier. Da oben kam der raus. Ich frage mich halt die ganze Zeit schon da, wo er rauskam, ob wir da vielleicht hoch müssen. Weil da oben ist die Mega-Waffe, um ihn zu besiegen oder so. Da habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht, ob das irgendwie sein könnte. Was machst du denn plötzlich wieder hier? Wie schlau bist du denn, dass du einmal komplett rumgelaufen bist? Du smarte KI. Nicht schlecht. Das habe ich nicht erwartet, dass er das schafft. Okay. Wir können hier hochlaufen. Dann sind wir auf diesem Weg hier. Da kamen wir her aus der Höhle.
Die Titanen sprechen, die Götter hier sprechen doch sonst immer so oft zu uns. Warum sagen sie denn jetzt gerade nichts? Wo ich einen Hinweis wirklich gut brauchen könnte. Why can't you help me? Komm rum. Ah. Du Dummkopf. Das war ja ziemlich blöd von dir, ne? Du bist da gerade genau da, wo ich hoch muss. Kannst du dich da mal eben kurz verziehen? Wenn das jetzt so weit geht, dass ich jetzt gleich sterben werde, weil ich in der Ecke bin, weil er mich hier reingeschubst hat, ne? Dann flippe ich aus. Aber ist ja nicht passiert. Also, alles gut. So, wir müssen jetzt irgendwie einen guten Jump landen auf seinen Rücken. Ist gar nicht mal so einfach. Okay, sind drauf. Boah, der braucht viel mehr Schläge. Der wehrt sich aber fast gar nicht. Aber wir haben ja gerade eben auch so viel am Bossfight gekämpft, weil wir alleine das hier vorbereiten mussten. Von daher finde ich es fair, dass er sich nicht so viel wehrt. Dass das einfach geschehen lässt. Und der 14. Titan damit zu Boden geht. Sehr, sehr geil. Ohne Scheiß, richtig, richtig starker Koloss. Da musste man halt, Schild des Kolosses, oh ja, da musste man jetzt eben nämlich nicht unbedingt gegen den Koloss kämpfen, also schon, aber nicht gegen ihn selbst, sondern eher gegen seine Rüstung. Man musste mit dem Environment zusammenspielen, um ihn dann niederzuringen. Das war sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, 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 sehr geil. Zwei Titanen, Freunde. Uns fehlen noch zwei Titanen. Ich habe Angst, wie die letzten zwei Titanen werden. Die werden so schwer werden. Ich sehe es kommen. Ah.